In Reaktion auf meinen heutigen Videoausblick mit dem Titel Die rationale Blase haben einige Kommentatoren, vor allem auf YouTube geschrieben, Mensch, Herr Fuckmann, das könnte doch ein bisschen bullischer sein. Sie sind doch konvertierter Neubulle. Da erwarten wir etwas mehr Engagement auf der Bullenseite und ich möchte diesen vielleicht falschen Eindruck, der da heute Morgen entstanden ist, jetzt mal ultimativ korrigieren und sagen, ich bin so dermaßen bullisch, dass eine Steigerung schon Rinderwarne wäre und damit bin ich nicht alleine, sondern da gibt es viele, viele andere, um nicht zu sagen, alle, die ebenso bullisch sind wie ich und dementsprechend, was soll schon schiefgehen für die Aktienmärkte? Nichts kann schiefgehen für die Aktienmärkte. Haben wir nicht Notenbanken wie die Fed, die sagen, also wir machen in den nächsten 500 Jahren sowieso nichts in Sachen Änderung der ultralaxen Geldpolitik. Eben haben wir nicht eine Wirtschaft, die so ungemein wachsen wird nach der Corona-Krise, die dann komplett vorbei ist natürlich. Nachfrage entsteht dann, weil die Leute eben fünfmal das nachholen, was sie vorher nicht machen konnten und dann wird die Wirtschaft massiv anziehen, dann wird die Inflation massiv anziehen und all das muss sich natürlich irgendwie widerspiegeln und das spiegelt sich jetzt eben schon länger im Reflationstrade, also steigende Preise, weil man Inflation erwartet und dann sind Aktien, sind Assets, genauso wie Immobilien und wie irgendwie alles andere ja auch Assets sind, nur Geld, das entwertet sich, das ist derzeit der Common Sense. Schauen wir uns die Dinge mal in Ruhe an, meine Damen und Herren, dann sehen wir hier heute die Umfrage der Bank of America mit dem Titel The only reason to be bearish is there is no reason to be bearish. Also der einzige Grund, bärisch zu sein, ist, es gibt gar keinen Grund, bärisch zu sein. Denn wie gesagt, wir haben die Notenbanken, wir haben die globale, extrem starke Wirtschaft. Wir haben Wachstum, wo auch immer man hinschaut. Also was kann da schiefgehen? Und dann zum Beispiel auch, was diese großen Fondsmanager dann in dieser Umfrage gesagt haben, die Wachstumserwartungen sind bei denen auf einem Allzeithoch. Also na, das ist natürlich noch steigerbar. Die Cash-Level sind auf einem 8-Jahres-Tief und man ist so stark investiert in Equities, also in Aktienmärkte und Commodities, Rohstoffmärkte, wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Und nur 13% sagen, es ist eine Blase. Und das ist natürlich eine Spitzenvoraussetzung. Wenn keiner sagt, es ist eine Blase und alle voll investiert sind, dann kann natürlich der Zug nur weiter und schneller laufen als bisher. Ohnehin schon können die Kurse also nur noch steigen. Dementsprechend gibt es keinen Grund, bärisch zu sein. Und da hat natürlich die Bank of America einen spitzen Punkt jetzt mal. Und hier sehen wir mal ein paar Details. Nach wie vor der most crowded trade ist the long tech. Also Tech-Werte werden noch gesucht. Der zweite crowded trade ist schon Bitcoin. Starke Steigerung im Vergleich zur Vorwoche. Dabei dürfen eigentlich viele große Player gar kein Bitcoin handeln, also die sind gebunden an bestimmte Regularien, da geht so etwas wie Kryptowährungen nicht. 53% allerdings sagen, dass US-Aktien in einem Late-Stage-Bull-Market sind, also in einem spätzyklischen Bullenmarkt und die Cash-Levels, wie gesagt, tiefster Stand seit März 2013 mit 3,8%. Also alle all in, kann man sagen, und vielleicht der einzige Grund, bärisch zu sein, ist, wenn alle all in sind, wer soll denn dann noch kaufen? Das ist ja meistens dann der Grund, warum es mal temporär zumindest an den Aktienmärkten nach unten geht, dass zwischenzeitlich mal ein paar Käufer fehlen. Warum auch immer, weil eben alle schon drin sind. Und zumal wir ja gesehen haben, dass es auch die Shorties komplett erwischt hat. Das heißt, wir sehen keine Short-Eindeckungen mehr in nennenswertem Maßstab. Siehe GameStop etc. Niemand traut sich mehr auf einzelne Aktien Short zu sein, weil sonst die Wall Street-Bets-Meute möglicherweise Ungemach verursacht. Wir sehen Put-Call-Ratio auf extrem niedrigem Stand. Also da ist wenig Absicherung auch derzeit der Fall. Und natürlich, es ist ein derzeit immenses Wohlgefühl, das man hier hat seitens der Investoren. Was soll schiefgehen? Notenbanken haben so ein Sicherheitsnetz gespannt. Jetzt sind die Wachstumszahlen sind großartig. Die Zahlen aus der US-Berichtssaison sind gut. Also was soll da schon schiefgehen? Das ist der Grundgedanke hinter dieser Rallye. Und die Kunden der Bank of America, die Fondsmanager, die hier befragt werden,
Die sagen auch, ja, also in einem Rekordtempo oder mit Rekordniveau sagen diese befragten Investoren, na, ich habe jetzt mehr Risiko eigentlich in den Büchern als zuvor. Das ist bisher ein Allzeithoch, das sagen 25% etwa. Also jeder vierte der befragten Investoren geht Risiken ein, die er vorher nicht eingegangen ist. Auch das ist natürlich ultra bullish, gar keine Frage. Und hier sehen wir nochmal Panic Euphoria Model der Citigroup, die sagte, wir mussten unseren Chart nach oben erweitern, um diese bullische Euphorie überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Normalerweise sagte die Citigroup, diese miserablen Ketzer, folgen dann Korrekturen von 10% durchschnittlich. Aber hören Sie nicht auf die Citigroup, meine Damen und Herren, Aktien steigen immer. Dementsprechend sollte man vielleicht mal seitens der Börsenaufsicht hier die Citigroup genauer unter die Lupe nehmen, ob die nicht vielleicht doch irgendwo im letzten Hinterstübchen noch doch eine Short-Position haben, von der sie hoffen, dass sie sich positiv entwickelt. Was haben wir noch? Wir haben dann auch die Aussage von JP Morgan. Die sagen, ja, nach unseren Barometern ist der Markt so complacent wie in zwei Dekaden, nicht mehr, also zwei Jahrzehnten. Vertrauensselig also. Naja gut, was sind schon zwei Jahrzehnte, kann man da fragen, nicht? Wir sehen das Ganze ja etwas langfristiger. Dementsprechend ist natürlich das auch kein Beleg, dass die Geschichte mal irgendwann nach unten gehen könnte. Überhaupt kein Beleg. Also zwei Jahrzehnte, wie gesagt, sind eine sehr kurze Zeit. Und heute sind die Dinge sogar so bullisch, dass sogar der VIX steigt, also die Vola, respektive die Vola-Erwartung der S&P 500 Unternehmen in den nächsten vier Wochen. Da sehen wir einen Anstieg von immerhin, ja, 7,76%. Der S&P 500 und andere US-Indizes haben die Anfangsgewinne dann zunächst mal abgegeben. Gestern die Amerikaner ja Feiertag. Da hat man die Europäer ein bisschen zaubern lassen. Und nein, wir sind nicht überverkauft an den Märkten. Hier Biesburg mal mit einer Untersuchung der verschiedenen Indizes, respektive deren ETFs. Von Microcap über den Russell, über QQQ, also die Nasdaq-Geschichte, alles überkauft bis extrem überkauft. Und nach meiner Auffassung ist da natürlich noch wahnsinnig viel Luft, bis dann alle Bereiche extremst überkauft sind. Also das ist auch kein Grund, dass hier mal etwas nach unten geht, wenn schon hier wirklich doch ganz offenkundig noch jede Menge Luft für Käufer ist. Jetzt müssen die nur gefunden werden. Das wäre vielleicht jetzt die Aufgabe der Bullen, sucht Käufer, denn die sind jetzt offenkundig vielleicht Mangelware. Aber wir sehen auch sehr, sehr gute Zeichen, zum Beispiel hier MicroStrategy, ein Hedgefonds, der jetzt gesagt hat, passt mal auf, wir wollen jetzt 600 Millionen Dollar einnehmen durch Anleiheemissionen, damit wir dann weiteres Bitcoin kaufen können. Also die haben schon viel Bitcoin gekauft, wollen jetzt noch mehr kaufen mithin. Die nehmen also Schulden auf, um dann Bitcoin zu kaufen. Das nennt man dann Spekulation auf Kredit. Aber das ist schon immer gut gegangen. Wir erinnern uns an die 1929er und folgende Jahre. Wir erinnern uns an die New Economy Blase. Da wurde auch gern auf Kredit spekuliert. Und das ist immer gut gegangen, weil die Aktienkurse stehen ja jetzt höher als damals. Das ist der direkte Beleg, dass es also immer gut gegangen ist. Dementsprechend ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und da kann man auch mal, naja, so ein bisschen Schwamm drüber sein lassen, dass zum Beispiel die Anzahl der profitablen Unternehmen, die an den US-Börsen gelistet sind und mehr als 250 Millionen Marktkapitalisierung haben, dass nur 41% dieser Unternehmen profitabel sind, also Geld verdienen. Okay, jetzt hatten wir in 2020 die Corona-Krise, da haben viele nicht unterm Strich Geld verdient, aber das ist ein Trend, der eigentlich seit der Finanzkrise schon der Fall ist. Da geht es mit dem Anteil der Unternehmen, die profitabel sind, immer weiter nach unten, aber das ist wie gesagt kein Grund, jetzt bärisch zu werden, sondern man sollte eben sich dann die Unternehmen raussuchen, die Gewinne machen, und sei es mit Bilanzkosmetik wie Tesla. Dann haben wir dann jetzt auch die Bestätigung seitens der Fed nochmal, hier James Bullard, der so gerne Chef der Fed gewesen wäre, geworden wäre und von Trump eigentlich favorisiert war, aber dann ist er blöderweise abgewählt worden und der Demokrat Biden ist es dann doch geworden und damit sind die Chancen von Ballard auf den Chefposten gleich null. Das wird Lael Brainard oder eine Frau vor allem dürfte hier im Fokus sein seitens der Demokraten. Jedenfalls hat Ballard heute gesagt, nein, Equities are not in a bubble, it's just normal investing. Richtig, es ist keine Blase, es ist normales Investieren. Gut, dass das einer mal direkt sagt, jetzt Zero Hedge mit wieder
Negativkommentar: These bubble-blowing idiots will lead another generation of young investors to absolute ruin. Also die, wie soll man das sagen, blasenaufblasenden Fettidioten sorgen dafür, dass eine weitere Generation in den finanziellen Ruin getrieben wird. Das ist natürlich harter Tobak, meine Damen und Herren, und keinesfalls ernst zu nehmen. Ballard hat sich dann übrigens auch geäußert zu GameStop und diesen ganzen Geschichten, hat gesagt, naja, letztendlich ist es so, dass da eben viel Geld die Hände gewechselt hat oder linke Tasche, rechte Tasche. Das ist dann quasi die Definition eines Casinos, und böse Zungen, auf die Sie besser nicht hören sollten, sagen ja, die Wall Street sei inzwischen ein Casino. Aber bitte nicht drauf hören, denn das sind einfach diese Miesmacher, die es immer wieder gibt. Sind wir nicht in einer wunderbaren Zeit, meine Damen und Herren? Doch, eben, und das sollte man dann auch mal anerkennen. Das Glas ist halb voll und wird so voll, dass es irgendwann überläuft. Dann können wir eben dann auch abtrinken von diesem Glas. Also verdursten werden wir nicht aufgrund der massiven Liquidität. Jetzt sehen wir aber, dass natürlich die Renditen für Staatsanleihen steigen, aufgrund eben dieser Erwartung nach Nachfrage, nach Inflation, 1,285, jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe. Damit haben die Bonds, die globalen Anleihen, also den schlechtesten Start seit dem Jahr 2013. Warum? Wenn die Renditen steigen, dann fallen die Anleihekurse. Das ist dieses Komische an den Finanzmärkten. Manchmal, gell, irgendwas steigt und das andere fällt, obwohl es doch dasselbe ist. Hä? Also wer soll das verstehen? Jedenfalls könnte da in den nächsten 327 Jahren dann vielleicht mal eine Alternative wieder zu den Aktienmärkten bestehen. Zu Tina, zu There is no alternative. Wenn die Geschichte weitergeht und vor allem schnell weitergeht, dann wären Yields, wären also Renditen, dann doch wieder zu verdienen an den Anleihenmärkten. Aber das wird noch sehr lange dauern, meine Damen und Herren. Was haben wir noch? Wir haben dann auch Anzeichen, dass es mit den Preisen deutlich nach oben geht. Wir haben heute einen stärker als erwarteten New York Empire State Index gesehen, und die Preise sind so stark gestiegen im Vergleich zum Vormonat wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und wenn wir uns mal die nominalen Renditen anschauen gegenüber den sogenannten Break-Evens, also den Inflationserwartungsbereinigten, wenn man so will, dann wäre da durchaus noch Luft bis in den Bereich. Naja, 2%, das wäre dann im Anleihebereich schon echt eine Strecke. Also das ist dann schon durchaus was Besonderes. Und dann haben wir Energiepreise explodieren, Agrarkosten gehen durch die Decke. Zum Beispiel Dünger ist extrem viel teurer geworden. Wir sehen hier, dass die Agriculture-Preise deutlicher gestiegen sind, viel deutlicher gestiegen sind als die Energiepreise. Also hier sehen wir also an verschiedenen Fronten gehen die Preise nach oben. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich dann gut, wenn Inflation der Fall ist? Dann haben wir Real Assets, also sowas wie Bitcoin, gell? Und Immobilien vielleicht, oder ich weiß nicht, was mit Real Assets gemeint ist. Wer weiß das schon? Ja, was ist ein reales Asset? Ne? Und dann haben wir Commodities, also Rohstoffe, sieh an. Dann haben wir Platin, dann haben wir Real Estate, das sind Immobilien, Diamanten, Gold, nennen und so weiter. Und dann eher weiter unten Large Cap Stocks und Small Cap Stocks, also Aktien, gell? Also, aber die steigen auch, weil in Inflation steigt eigentlich alles, ne? Bis auf das Wohlgefühl. Das Einzige, was fehlt, sind eben Bonds, nicht? Und das sehen wir ja, also Anleihen. Dementsprechend kann man ja auch blind alles kaufen, was meine bullische Haltung nochmal deutlich unterstützt. Und sehr bullisch heute auch der ZDW-Index. Und wir sehen hier die Erwartungskomponente auf 71,2 gestiegen. Das ist also durchaus ein sehr sportlicher Wert, während die Einschätzung der realen Lage bei minus 67, irgendwas liegt. Und jetzt hat Markus Koch heute richtigerweise gesagt, ja, da ist natürlich eine tolle Erwartung der Fall, das sei ja sehr positiv. Nur ist natürlich das Problem, dass wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten diese tolle Erwartung haben und die Einschätzung der aktuellen Lage ist immer ziemlich bescheiden, um es mal so zu formulieren. Und jedes Monat das Gleiche, wenn man so will. Tolle Erwartungen und die aktuelle Situation eher bescheiden. Und da fragt man sich, wann ändert sich das mal, dass also auch die Einschätzung der aktuellen Situation mal nachzieht, denn offenkundig wird diese Hoffnung jedes Mal enttäuscht, was aber nicht dafür sorgt, dass die Hoffnung geringer wird, sondern die Hoffnung wird immer größer aufgrund der vorher enttäuschten Erwartung. Es ist ja mit der Zukunft auch so, dass sie manchmal die Tendenz hat, die Prognosen der Gegenwart nicht wirklich erfüllen zu wollen. Das ist so eine der Probleme der Zukunft. Also jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, meine Damen und Herren. Morgen um 21 Uhr werden wir einen Relaunch der Seite Finanzmarktwelt haben.
mithin wird also die Seite neu gestaltet, eine neue Optik bekommen. Da wird es wahrscheinlich ab morgen 21 Uhr der Fall sein, dass dann die Seite für mindestens eine halbe Stunde, Best Case, Worst Case, mehrere Stunden nicht erreichbar ist. Sie wissen, Technik ist alles andere als logisch. Dementsprechend können da viele Dinge auch schiefgehen. Also morgen ab 21 Uhr, wie gesagt, Finanzmarktwelt vorübergehend nicht erreichbar, weil wir die Seite neu aufstellen. Wir sind gewachsen und so eine Seite fängt klein an. Da lesen zwei, drei Hanseln. Und man baut praktisch ein Haus mit Gasleitungen, aber nur für ein Stockwerk ist das Ganze konzipiert. Dann wird das Haus größer, man versucht irgendwie die ganze Geschichte hinzuschustern fürs zweite, dritte und vierte Stockwerk. Aber irgendwann musst du dann anfangen, mal die Leitungen anständig zu verlegen. Genau das tun wir jetzt, meine Damen und Herren. Also der Hinweis schon mal vorab, ab morgen 21 Uhr wird es kurzfristige Störungen geben. Aber ich lasse mich von diesen Störungen nicht von meiner bullischen Haltung abbringen. Die ist nach wie vor extrem bullisch und ich habe ja Gott sei Dank jetzt diese Wende vollzogen. Vielleicht haben es Sie gesehen, vor 250 Jahren oder so war das. Also ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.